4 neue Piloten traten an hier beim Formel 2 Rennen in Spa, Ende von seinem Rahmenprogramm der F1 der Nationalmeisterschaft. Wir haben Sandro Raffa links auf der Podium mit seinem neuen Teamkollegen Niklas Kollner und es ging auch los im Regen auf Wets, aber da gab es dann die erste Kollision, nämlich mit Christoph Fabigan und dann ja, war nicht besonders vorbei in Sachen irgendwie Sandro Raffa angreifen und aufs Team wurde damit in den Leidenschaft gezogen und auch ein Art GP Pilot musste darunter leiden. Das erste Rennen an sich, ja, der Regen kam für viele überraschend. Natürlich auch das erste Regenrennen in dieser Saison, kein Wunder. Und eben auch die vier neuen Gesichter, die mussten erstmal ein bisschen einetablieren, sage ich mal. An sich, ja, das Rennen war vollgefüllt mit ja, vielen lustigen Szenen auch. Sandro Raffa hat sich dann auch noch kurzzeitig gedreht. Und ja, von da an, ja, gab es einige Manöver. Die Mansons hatten auch noch im Ring ihre Probleme, was man eigentlich von Briten nicht so kennt. und ja, trotzdem war es dann doch ein gegen Ende ein langweiliges Rennen, aber was soll's. Sechs Runden sind halt nun mal sechs Runden, die man hier als Paar eben auch vielleicht hat im Feature Race im drin letzten Endes. Und das lautet dann eben, ja, die Reihenfolge: Sandro Raffa gewinnt hier in der Formel 2 vor Christoph Fabigan, und natürlich auf dem Weg zum Titel ist. Vor Max Kuhn im BWT Aden. Dann das zweite Rennen, umgedrehte Schaustellung, die ersten 8 umgedreht von 10 Start, dann spricht Zivil auf dem Fall links vor Florian Matzek aus Österreich, der im Teamschau bei Sauber unterwegs. Und ja, Danny Strabe auf der dritten Position im ART. Und das sollte noch zur kuriosen Szene werden, denn hier sieht man Street Ride auf der Geraden hier auf der Chemistry und dann ja setzte sich am Ende eben Danny Straube durch und da gab es dann noch ja die Verhakung mit Matzek und Cebula. Cebula verlor dann in diesem Fall alles und ja, dann kamen eben auch die anderen, nämlich die Mansons, Fabian und auch Raffa hinterher und das ja war dann so ein bisschen ja die trailartige Bildung, die wir ja kennen von so einem zweiten Rennen. Und ja, aber auch das konnte man Gott sei Dank ja, gut meistern. Letzten Endes verloren dann oder gewann dann vor allem Cebula und nicht Cebula, Christoph Fabigan meine ich und das war im Sandro Raffa dann eben das Duell konnten von dem wegziehen und dann dahinter um Position 3 dann die beiden Mansons mit Cebula hier, der hier ja Blanchimont gerade ausfuhr, dann sich wieder nicht so ganz einordnete und dann gab es diese kuriose Szene, nämlich beide MP Motorsport hier ja mit Cebula in der Mitte und dann ja bekamen erstmal beide eine 10 Sekunden Strafe und das war's dann. Am Ende heißt es wieder Sandro Raffa vor Christoph Fabigan und ja Max Kuhnhen, der durch Teilstrafe nämlich von hier eben Harry Mansons und Cebula Platz 3 einfuhr.